Gelobt sei Jesus Christus. Meine Lieben, dies ist ein Aufruf an alle Katholiken, die dem einen Evangelium Jesu Christi treu bleiben. Wir müssen keine Zeit mehr verschwenden, wenn wir nicht wollen, dass der 2000-jährige katholische Glaube, den uns die Väter des Glaubens vermittelt haben, endgültig endet. Wir müssen keine Zeit mehr verschwenden, wenn wir gegen die verdammte Synode sind. Das Evangelium Christi mit einem falschen Evangelium der Welt durch eine falsche Änderung ersetzen will. Wir müssen keine Zeit mehr verschwenden, wenn wir den Triumph der unbefleckten Herzens Mariens erleben wollen. Jeder von uns ist für die Gottesmutter wichtig. Sie ruft uns jetzt mehr als zuvor an. Es gibt die katholische Kirche, die Papst Benedikt XVI. Immer treu geblieben ist. Es ist der kleine Rest, der den Glauben und das einzigartige Evangelium Christi schützt. Meine Lieben, es erwartet uns keine dunkle Zukunft, sondern eine Zukunft voller Hoffnung und Licht. Denn Gott ist mit uns und durch die Gottesmutter führt er uns zum Sieg. Im Namen der heiligen Jungfrau des Rosenkranzes wollen wir uns am Samstag, dem 7. Oktober in Bologna treffen. Für das internationale Treffen dem Evangelium treuen Katholiken unter der Leitung der beiden großen Zeugen des Lammes, die unvergesslichen Päpste Johannes Paul II. Und Benedikt XVI. Der Rosenkranz hat die Kirche immer an den dunkelsten Zeiten ihrer Geschichte gerettet und es wird auch jetzt so sein. Das Motto des Treffens lautet Unus Dominus, Una Fides, Unum Evangelium. Ein Herr, ein Glaube, ein Evangelium. Es wird ein entscheidender Moment sein, ein Wendepunkt. Verpassen Sie es nicht, am Samstag, 7. Oktober um 14 Uhr in Bologna. Das Treffen wahrer Katholiken aus der ganzen Welt. Wir warten auf euch. Vorwärts mit Maria.